Hey, ciao zusammen, herzlich willkommen zurück beim Rayman in der Rappelkiste für die zweite Folge. Kuchel, Kinderspiel. Ich habe in der Zwischenzeit probiert herauszufinden, ob Kuchel etwas heisst auf Tschechisch oder so, weil es ja von einem tschechischen Entwicklerstudio ist, aber habe nichts herausgefunden. Auch nicht, wie man es richtig ausspricht. Ich kann alles geben. Aber dass ich wieder einschalte, finde ich echt... Wahnsinn! Das ist echt ein Wahnsinn! Also, wir müssen glaube im Schneckenhäuschen noch ein paar Jobs erledigen, habe ich das Gefühl. Space Invaders haben wir schon gemacht. Da haben wir es dazu. Dann machen wir jetzt Pac-Man. Pac-Man-Do. Pac-Man haben wir sicher im Griff. Wir fangen hinten an, das ist eine Krise. Finde ich gut. Krise ja eh lieber als einfach so geile Bömbeli. Dann können wir dort rein locken wahrscheinlich. Ja. Back, back, back. Also Sound ist einfach der Hammer. Und wer das Spiel nicht lustig findet, dann kann ich nur sagen... Nein! Das habe ich wieder sagen. Der Mensch! Back, 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 back. Und dort hat sogar noch so einen riesigen Saft. Was können wir echt mit dem riesigen Saft machen? Zuerst fangen wir mal außen rum, da haben wir mal die ganz äußere Schicht. Wie was mir mal ein Grossmeister von Pac-Man, also der Flash, gesagt hat, ist, du darfst nie eine halbe Schichten stohlen. So wie das jetzt zum Beispiel, das ist nicht gut. Oh oh. Ich hab's vergeigt. Ich hab vorher das Ding selber geholt, also nicht mehr wundern, was das ist. Das holen wir jetzt. Hey da. Oh nein, und dann nicht drauf schauen, die anderen zu fressen. Also nicht so, genau. Sondern... Ach, komm da über! Nein! Nein, du Günther! Also ich Günther. Ah, schön, man kann gar nicht... Man kann den gar nicht über. Hoffentlich kann ich unendlich leben. Also ich weiß ja gleich nicht, aber... So für ein Kinderspiel geht es gleich noch ziemlich ab. Das ist ja zu viel. Ich muss da noch in den Schlag kommen. Es ist nur nicht Schluss, die Bus Guni. Jetzt reiss dich zusammen. Jetzt gehen wir runter. Ei, runter, runter! So, und dann durch. Und dann haben wir nochmal so ein Teil. Aber jetzt haben wir alle aufgebraucht. Das ist ja auch ein... Hoffentlich spawnen die wieder. Nehmen wir hier zuerst mal die Einbahn. So. Gut, noch schon reingekommen. So. So, da hat es jetzt recht viel von denen. Also, die kommen fast ein bisschen. Die sind fast ein bisschen OP, wie man im Game Slang würde sagen. Wieso? So. Und jetzt da. Nein, da bleibt jetzt genau einer vorig. Das ist ja huere doof. So. Muss da immer noch ein bisschen drücken lassen, sonst. Ach, nein, genau, hat es nicht mehr gelangt. Nein! Die haben mich eingeschlossen, das sehe ich. Wie unfair ist denn das? Voll daneben. Wenn mich das sollte beunruhigen, wenn ich das Gefühl habe, ich bin einigermaßen ganz okay im Videospiel und ich verkacke es gerade voll in Pac-Man in einem Kinderspiel. Jetzt weiss ich endlich, wie sich der Guni fühlt, wenn wir Battlefield spielen. Sorry, Guni. Der ist nicht fair gewesen. Nein, der ist wirklich nicht fair gewesen. Den muss ich eigentlich fast zurückziehen. Der ist absolut daneben gewesen, gebe ich dir recht. Also, ist fast ein bisschen... Wahnsinn! Ich kann nicht mehr! Ich kann nicht mehr! Ich muss mir mehr Strafen für ihn einfallen lassen.
Ich wollte sagen, es hat keine so quack quack quacks mehr. Quack 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 quack. Jetzt doch ein. Nein! Hey, da. Aber. Dann da oben. Jetzt räumen wir doch mal schnell das C aus. Mist! Bam 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 bam. Jetzt da oben. Und dann da oben. Und dann haben wir es. Tada! Haben wir gut gemacht. Next! Auf so schnell geredet, ich habe einen komischen Akzent, den verstehe ich nicht so ganz. Was war denn das letzte noch? Oh, Tetris. Oh. Da habe ich den Guni auch schon geschlagen. Im Tricky Towers. Im Guni vs. Man. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, gerne, das ist echt lustig. Okay, mir ist noch nicht ganz klar. Muss ich da einfach ausweichen oder wie läuft das genau? Habe ich gar keinen. Ja, schön, wie es das noch über dir geschoben hat. Ich glaube, ich muss einfach schauen, was ist das für ein Ding? Nein! Beim einzigen Ding, das allein kommt, verwirkt es mich. Ich bin ja der Dümmste. Das ist alles andere als... ...sweet gsi. Oh! Ja! Oh! Nein, finde ich nicht lustig. So. Jetzt machen wir mal eine Linie voll da. Ja, genau. Yay. 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 Und die unterste geht auch noch weg. Yay. Und mich hat es nicht ver... Oh, oh. Ich glaube, wir kommen da mal nicht drauf. Es ist zu viel, das Spiel. Es ist einfach nur... Sweet. Seite. Oh oh. Yay. Oh oh. Weg. Krisi. 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 Oh oh oh. Ich hab's Krisi geholt. Das ist auch nicht schlecht. Finde ich auch noch gut. Aber am liebsten. I'll do it for the pizza. I'll do it for the pizza, my friends. Hallo? Hä? Medaille? Medaille? Ich habe das da oben geholt. Mhm. Yes. Pika. Pika, Pika. Mm. So schnell geht das mit Steroiden. Was geht eigentlich am nächsten Training? Und drüllen. Jetzt soll sie hoffentlich kein Problem sein, oder? Ja, ich meine mit so oberen. Ist klar. Hey, Schneck, mach keine falsche Flache, ich sag das. Und das wäre dann unsere Arme gewesen, okay? Nein, jetzt können wir es nicht mitnehmen. Wir brauchen wieder Arme. Yay! Es nimmt mich so wunder, ob wir am Schluss die sie überkommen. Ob wir es dann essen und sagen... Ist gut gewesen. Ist gut gewesen. Ich fühle mich echt wie der Stefan Rath mit denen.
Druckdinger da. DJ Schneck und DJ Ledertäschli. Oh yeah. Das sieht so aus, als dürften wir das nicht nehmen. Ich meine... Ach komm! Da, und genau da bleibst du jetzt. Während wir das nehmen. Nicht berühren steht dort, aber... Schon wie mit dem Kuchen mit dem Kühlschrank. Nützt nichts, dann muss er weg. Fuchsig. Das ist ein Arsch. Vielleicht heisst es auch Churchill. So wie Churchill laufen. Oder Kachel laufen. Hat er jetzt gerade das U nach dem... Was ist das überhaupt? Ein Hamster? Oder ein Igel? Oder ein Beutelratte? Ja, aber hey, was ist das? Ein Yeti? Aber... Sogar das ist es dir. Ja, meine, wie lustig ist das? Okay, wenn wir da drauf hüpfen, dann ist das wohl. Okay, wir kommen nicht zum anderen, also wir können noch eins. Wo wir da hinter gehen. Ah, wir brauchen Food. Hey, wir brauchen den Food da oben. Absolut uninteressante Food, weil es kein Kriese ist. Wir können nicht aufhören, wir brauchen das. Wir brauchen das Ding da wieder zum draufhüpfen. Schmeiß rauf! Das geht auch nicht. Können wir es dann auch am Baum her? Können wir selber den Baum bewegen? Okay, wir selber. Tada! Nein, nicht essen! Oh, okay, doch, essen. Jetzt gibt es zwei von uns. Vier, sechs, acht. Es sind viel mehr als acht. Wenn sich immer alle verdoppelt, dann ja, ergibt Sinn. Aber das ist jetzt doch ein Overkill von. Du sollst es ja nicht essen, du Nuss. Du sollst es essen. Ist es du? Und? Komm jetzt zwei. Wow. Ein Fatzending. Mist. Ich habe ja gleich schon das Ballpoint und Click Adventures gemacht und es wäre jetzt eigentlich peinlich, wenn ich im Kinderspiel hängen bleibe. Aber ich sehe es gerade noch nicht. Und dann das. Oh, aber ich dann das.
Mit Schwung, mit viel Schwung. Jetzt werden wir so viel, dass kein Platz mehr hat. Werden wir jetzt mega viel? Ah ja, da werden wir mega viel. Aber jetzt kommt das andere Teil und schlägt es wieder weg. Oh nein, so. Das böseste Ding überhaupt in dem Spiel, das ich bis jetzt gesehen habe. Das sieht sogar aggressiv aus, der Kaib. Gunni, was haltest du von meiner Herangehensweise bis jetzt? Ich meine, wie gut ist das? Was ist denn, wenn wir das da behauen? Aber Moment mal, ich darf da durch. Au, hey. Ich bin nicht so das Ding. Was ist das? Ich darf da durch, ich bin nicht so das Teil. Ja, aber ich bin das ja gar nicht. Ich bin mehr so ein... Blick jetzt auf das Ei. Kann ich denn... Schau, da kannst du den haben. Ah, nicht. Schau mal, fühlen. Hey, du kannst echt weit fliegen, Kollege. Jetzt wieder da rein. Okay, das geht auch nicht. Also, wenn immer wir den nehmen, dann werden wir gemampft. Also das ist nicht die Lösung. Wir brauchen aber eine Lösung. Ah nein, ich will die Spinne werden eigentlich. Und wenn wir jetzt so mega viel werden, was passiert dann? Ist überhaupt das, was man viel will? Ist nicht das da? Ist doch das, oder? Boah. Das riesen Viech. Nein, nein! Einfach nicht da drauf drücken. Und was ist denn da nochmal passiert? Was passiert beim Äpfel? Die Spinne, okay. Okay, wenn wir jetzt da mega viel werden. Irgendwie müssen wir sicher nicht unseren Hamster, ich nenne jetzt einfach unseren Hamster, noch involvieren. Jetzt gemacht. Was hat es mit dem auf sich? Das ist so wie Errungenschaften. Können wir dann jetzt... Ah, jetzt haben wir mehrere Hand. Oh.
Okay, so können wir schon mal 4. Und aber die anderen ja auch noch irgendwie. Wieso behaltet das ein nicht? Das ist ein bisschen doof. Haben wir da drauf und dann sagt, dang, dang, dang. Aber der behaltet ja das Ei irgendwie nicht. Ah, Moment. Münd. Vielleicht. Wenn wir unseren Kollegen zu Spinnen machen. Vielleicht. Kollege? Du das. Yeah. Okay. Nicht auslachen, wenn wir es mitnehmen. Ja, genau. So. Und dann. Da. Okay, das ist schon mal nicht schlecht. Können wir jetzt. Und dann wollen wir uns jetzt aber auch noch zu der Spinne machen. Wenn das jetzt funktioniert, dann bräuchte es die anderen eigentlich gar nicht. Wenn das funktioniert, dann wäre das einfach. Das war Wahnsinn! Ist jetzt gerade nicht schlecht aus? Jawohl, so, zack. Ein ordentlicher Schnarch. Unser Kreis ist wieder weg. Also ich leg mich fest. Einfach so. Ohne die Einnahme von irgendwelchen Substanzen kommst du nicht auf die Idee, so ein Spiel zu entwickeln. Das ist meine Schlussfolgerung. Hey, das wäre Folge 2 von Kuchel. Danke vielmals fürs dabei sein. Wäre cool, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder dabei wärt, gell, Guni? Noch ein Bettmümpfeli und dann ist hier aus. Schluss, die Bus. Ganz genau. Ist gut gewesen. Das finde ich auch. Danke vielmals. Wie hast du allgemein, wie findest du es allgemein, wenn du meine Let's Play schaust, Guni? Wie findest du das so? Ist gut gewesen. Danke, danke. Nein, das finde ich super. Und wenn ich mich in Guni vs. Mam verhalten habe? Ist gut gewesen. Okay, aber hast du nichts gefunden dort im Battlefield? Das ist fast ein bisschen zu eng gewesen. Oder findest du den Richtigen gewonnen? Ist gut gewesen. Ja, okay, okay. Gut, ich bin ja noch ein bisschen jünger als du. Ah, ja, es geht. Die Jungen sollen doch. Die Jungen sollen doch. Ja, nein, dann bin ich froh, dass du das gleich siehst. Bin ich froh und wünsche dir nach wie vor einen schönen Tag und euch sowieso auch. Danke fürs dabei sein. Wäre cool, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei wäre bei Kuchel. Bis dahin, bleibt super, macht keinen Scheiß und ciao zusammen.